Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Ich möchte heute mit der Mission der Schlange weitermachen. Die wollte ich eigentlich in der letzten Folge noch anfangen, aber das habe ich aber nicht mehr geschafft. Und deshalb würde ich das gerne heute probieren. Das ist ja eine der beiden, die ich im Auftrag von Aya ausschalten soll. Und das machen wir heute. Hier liegen echt viele Leute am Strand, ne? Da haben sie ein kleines Lagerfeuer gemacht. Ist echt chillig hier in der kleinen Bucht. Entschuldigung. Aber wir gehen mal zur Mission. Die ist 400 Meter entfernt. Da hole ich am besten mal mein Pferdchen. Geht wahrscheinlich schneller. Und auf geht's. Neuer Ort in der königliche Palast. Ich bin also am königlichen Palast angelangt. Und ich näher mich gerade hier von der Küstenseite aus und kletter vielleicht mal die Stadtmauer da hoch oder die Festungsmauer. Ich gucke mal im Zenno, wo das Ziel denn ist. Okay, da hinten. Hier schon mal eine Bogenschütze, die kann ich mal markieren. Da ist noch einer. Da läuft auch jemand. Ich kann ja schon mal Leute markieren, die ich gerade sehe. Könnte ja noch wichtig werden. Meine Batterien sind schon wieder leer. Das ist schon fast Normalzustand. Okay, das sind nur normale Passanten. Ich gehe jetzt aber erstmal da hoch. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wahrscheinlich. Da läuft gerade jemand. Kann ich ihn vielleicht schnappen, wenn der hier guckt irgendwie? Oh, runter schnell. Oh. Der eine wurde gar nicht markiert, den ich hier, der hier steht. Irgendwie, warum? Weiß ich auch nicht. Okay, den mal schnell geschnappt und dann hole ich mir den, der hier gerade rumläuft. Schon. Sehr gut. Finde die Kammer des königlichen Schreibers. Das machen wir. Ich will nur gerade mal. Den hole ich mir auch noch. Einfach nur so. Oh, ich habe ein Speer erhalten. Sehr gut. Aber das Gebiet hier, dieser königliche Palast, der ist wirklich sehr krass gesichert. Wie so eine fette Balliste. Oh mein Gott. Wenn wir die abkriegen würden. Hier noch ein Katapult. Also die sind auf jeden Fall gerüstet gegen Angriffe. Nur nicht gegen Assassine. Obwohl wir ja kein Assassine sind aktuell. Sondern wir sind nur der Magi. Das Problem ist, da sind gerade zwei. Da unten ist noch ein Fetti Bum Bum. Kann ich gerade mal markieren. So. Hoffentlich bewegen die sich mal, das wäre gut. Hey, was? Nix war das. Entschuldigung. Hey. Wie hey? Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Hast du was gehört? Hey. Wer bist du? Ich bin niemand. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Oh Mist, da hinten kommen welche. Was? Oh, das ist sehr knapp, was ich hier gerade mache. Ich hole mir jetzt den einen per Attentat und die anderen bekämpfe ich jetzt einfach. Oh, hat nicht mehr geklappt. Schade. Ja, genau. Hey, ich habe doch geblockt. Ich verstehe das nicht. Der kann mit seinem Scheiß Schild durchbrechen, trifft er mich immer und ignoriert einfach meine Angriffe. Schon wieder! Das verstehe ich einfach nicht. Komm jetzt her, du Affe. Den habe ich schon mal. Dieser blöde Bogenschütze kriegt auch sein Fett weg. Komm! Nein! Ich bin gerade gleich tot.
Hä? Warum? Hä? Ja, das hat gut geklappt, ey. Echt toll. Uiuiui. Naja. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich probiere es nochmal. Da war dann zu viel auf einem Punkt. Da kam ich nicht mehr unentdeckt raus. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, das ist leicht gesagt, ne? Das steht wieder hier. Nee, nix. Da hinten laufen sie wieder rum. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen schneller hier vorzugehen. Ah, da. Okay, da kommt auch gerade einer. Die patrouillieren gerade mal. Ich hole mir mal den, der gleich auf mich zukommt, wenn es klappt. Da im Turm steht auch noch jemand. So, den habe ich. Der hat auch nichts gemerkt, das ist gut. Der steht da. Hä? Wie kann er mich denn durch die Wand sehen? Wie geht das denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Leute? Das war komisch. Der war doch hinter der Wand schräg. Okay, auf den warte ich jetzt mal. Hi, hier bin ich. Boah, ein Glück sind wir noch unentdeckt. Oh, da hinten sind zwei. Oh, Mann. Das war nicht gut. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Okay, die muss ich mir holen, sonst schlagen die noch Alarm oder so. Was? Nix. Gar nichts. Hä? Ich wollte... Oh Mist. Ich wollte einen Attentat machen, aber es hat nicht geklappt. Hat aber auch so geklappt. Ist okay. Aber hier war noch jemand. Der ist hier hinten lang gegangen. Den muss ich mir auch noch holen. Da steht er. Komm schon. Jo. Das ist verdammt schwer hier. Verdammt schwer. Da ist jetzt im Turm wieder einer, der sieht wahrscheinlich gleich die Leichen. Er kommt gerade dahin. Oh, hier ist noch was zum Plündern. 3 Drachme. Und das ist ein hartes Stück Arbeit hier. Oh mein Gott. Komm, den kriegen wir auch, oder? Ja. Sehr schön. Wirf den jetzt einfach nur mal demonstrativ hier drüber. Wenn das geht. Geht natürlich nicht. Mann, ich will die. Es ist doof. Man muss ihn doch irgendwie wegwerfen können. Oder nicht. Okay, mein Ziel ist direkt hier. Wir sind also nah dran. Ich will nochmal hier die. Auf der Mauer weiter gucken, ob hier noch jemand mir entgegenkommen könnte. Da hinten war so ein Dickmann. Hier steht sogar einer. Gut, dass ich reingegangen bin. Sonst hätte ich den vielleicht übersehen später. Oder der hätte mir Probleme bereitet. Da hinten sind noch zwei auf den Mauern. Lasse ich erstmal so. Hier ist so viel los, das gibt's überhaupt nicht. Kann ich mir hier Pfeile nehmen? Ich meine, ist noch voll, okay. Jetzt hier direkt unter mir ist niemand, ne? Doch, da läuft jemand lang. Ich markiere den einfach nur mal aus Prinzip. Oh, Freunde, das ist echt krass.
Ich hoffe, wir schaffen das diesmal im zweiten Versuch. Ach du. Ach du. Da hat ja hunderte von Männern hier rumschleichen. Wir kommen nur von vorne rein in das Gebäude. Oder auch anders. Okay, ich habe so ziemlich alle, die jetzt hier nah drum rum sind. Von da vorne kommen auf jeden Fall welche hierher. Die würde ich mir gerne vorknöpfen, wenn es geht. Der eine hier da vorne, den kann ich mir schon fast holen, oder? Ja. Den hole ich mir jetzt auch. Was? Ja, genau. Nicht was? Hey, was? Oh, verdammt. Ach nein. Oh nein. Ich bin so im Arsch. Verdammt, Leute. Okay, da oben peilt's noch nicht. Ja, gut, er ist weggegangen. Ein Glück. Wir haben es noch hinbiegen können. Den werfe ich mal hier in den Busch. Der liegt aber nicht gut. Ich lege den nochmal um. So. Und jetzt müssen wir da reinkommen. Wir müssen da rein. Kann durchaus sein, dass hier noch jemand drinne rummacht. Oder? Hier ist niemand, hier sind nur Schriftrollen. Da vorne sind die zwei Wachen. Hier ist was zum Plündern? Ne, doch nicht. Sah so aus eben. Ich gucke mich gerade mal hier um. Oh, ein Löwenfell. Uiuiui. Gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Nee, nicht wirklich. Dann gehe ich mal schneller hoch. Schön sneaky. Auf dem roten Teppich die Treppe hoch. Und? Hier ist auch nichts. Aber hier muss was sein. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Genau, da kann ich was looten. Ein Pelz und 8 Drachme. Hier sind sehr viele Schriftrollen. Ist aber die Kammer des königlichen Schreibers. Von daher ist das auch kein Wunder, dass hier so viele Schriftrollen sind. Oh, ein Unfall. Oder wurde er da runtergestoßen? Was gibt es hier? Ein Pergament? Papyrus? Schriftrollen des königlichen Schreibers. Die Herrschaft von Ptolemaios Theos, aufgezeichnet vom königlichen Schreiber. Da ist noch was zum Untersuchen. Eine Kiste. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ah, okay, ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Und wo bekomme ich den Schlüssel her? Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Da kann ich nichts zu finden. Unten ist was. Oh, da geht einer auf der Mauer entlang. Oh, oh. Wir müssen noch einen Schlüssel finden, oder? Wir müssen einen Schlüssel finden. Vielleicht im... Och nein! So, ich habe mal eben neue Batterien geholt und jetzt kann der Controller auch wieder funktionieren. Ich sehe gerade da nur noch eine Wache. Wo ist die zweite Wache hin? So, hier unten war da was zum
zum Untersuchen. Ach, die sind, das ist draußen. Komm, den holen wir uns jetzt. Hui. Komm auf der, wo kommt der denn auf einmal her wieder? Legen wir den zu seinem Kumpel. Okay, also war das hier draußen, die brauche ich ja nicht. Das sind ja nur Pfeile. Kann ich jetzt für die Mission nicht gebrauchen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Da ist was. Ist aber auch draußen. Scheinbar. Okay, dann ist alles, dann findet alles oben statt, wahrscheinlich. Gehen wir nochmal hoch. Aber hab ich irgendwas übersehen? Also die Truhe ist verschlossen, dafür brauchen wir doch wahrscheinlich einen Schlüssel. Oder nicht? Ja, das ist die Truhe hier. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ja, Gegenstand benötigt für Interaktion. Aber wo soll es denn sonst sein? Ich verstehe es nicht. Und es gibt keinen. Was ist denn das für Lampen? Ach, da oben. Ach, genau, als ob. Jetzt habe ich es gesehen. Wie komme ich da hoch? Genau, da oben ist der Schlüssel. Oh, sehr gut, Leute. Wir haben's. Den habe ich echt nicht gesehen. Aber gut versteckt. Okay, wir können sie aufmachen. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Vielleicht kommt jemand um die Ecke wahrscheinlich. Oh oh. Ein doppelter Boden. Und was ist da drin? Ein Brief. An wen? Geschätzter Ibis. Der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Oh. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die... Gennadios gibt's nicht mehr. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Das heißt... Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Das heißt, der Pharao ist gar kein schlechter Mensch wahrscheinlich, sondern er wird einfach unter Druck gesetzt von anderen. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Okay, Eudorus besucht regelmäßig das Badehaus, also müssen wir zum Badehaus. Aber wir müssen erstmal lebend hier rauskommen. Steht da schon wieder jemand? Nein. Geh schnell die Treppe hier, die Mauer hier hoch, kraxeln und dann schnell hier raus. Am besten ohne einen Alarm auszulösen. Was? Ja, tschüss. das hat gut geklappt. Okay, das hat besser geklappt. Da ist noch ein Bogenschütze. Der muss auch beseitigt werden. Ich versuche mal hier auf den auf der Mauer weiterzukommen. Oh, hey. Das war jetzt nicht so gut. Okay, der ist schon mal futsch. Sehr schön. Oh, und nein. Ausweichen, komm. Und er ist gestorben. Du tust, glaube ich, nichts mehr.
Okay, das war jetzt nicht so sonderlich unbemerkt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Aber gut, wir gehen weiter. Und wir gehen zum Badehaus, wo sich der Eodorus aufhält, die Schlange. Wieder mal ein Teil einer... Oh. Einer bösen Truppe. So. Okay, ich bin raus. Sehr gut. Dann laufe ich jetzt darüber. Oder ich reite mal darüber. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings. Ich würde sie mir gerne ansehen. Besonders den für diesen Herodes. Das ist ein arglatter Kerl. Okay, wir sind am Badehaus angekommen. Hier vorne ist der Eingang. Wie komme ich da rein? Einfach durch die Tür wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre eine schlechte Idee. Würde ich jetzt nur mal grob schätzen. Vor allem, wenn da so ein fetti Bum-Bum rumläuft. Ist hier Sperrgebiet? Ne, hier darf ich rumlaufen. Hier darf ich rumlaufen, okay. Schön vorsichtig mal die Gegend erkunden. Ich gucke gerade mal mit Senu, ob ich den von irgendwo anders da reinkomme. Einfach in den Haupteingang reinspazieren wäre blöd, oder? Aber es gibt fast keinen anderen Eingang, habe ich das Gefühl. Oh oh. Ich glaube, wir müssen in den Haupteingang. Kann das sein? Ja. Ich glaube, wir kommen nirgendwo rein. Dann gehen wir mal ins Badehaus. Und schauen mal, was uns da erwartet. Okay. Wir baden jetzt auch, oder was? Gerne doch. Aber wir müssen ihn eliminieren. Kannst du Eodorus wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos' Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eodorus hat ganze Absätze aus seinem Gesicht. So wie cool das hier aussieht, ne? Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Das ist ja der Wahnsinn, wie das hier drinnen aussieht, oder? Okay, dann... Oh, nein, nein, nein. Wir wollen mal zum Eodorus gehen und wir haben die versteckte Klinge noch am Unterarm. Das ist eigentlich ein bisschen auffällig, oder? Ich weiß es ja nicht. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Sorry, ich wollte dich rennen. Das war nicht meine Absicht. Okay, erst... Simonides. Mein Herr, du hast so angemessen viel Wein getrunken. Kann ich mich auch hier reinmachen? Doch selbst wenn nicht, wäre unser Pharao dann weniger kümmerlich. Okay, ein kleines Bad genommen und dann geht's weiter. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Kann es sein, dass ich da oben reinkomme? Ja, perfekt, Leute. Wir sind drin. Wir sind im Business. Und ich mache jetzt ein Attentat auf ihn. Er scheint alleine zu sein. Auf geht's. Das war's mit ihm. Perfekt. Also in die fette Seite rein, komm. Oh,
Das hat er, glaube ich, nicht erwartet. Oh. Der Finger von uns ist ab. Ah, Hilfe. Er hat seinen Finger dafür geopfert. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Krass, entkomme aus dem Badehaus. Ich sollte vielleicht wieder oben lang, oder? Kann das sein? Das war eben ein guter Move, dass wir hier oben lang geklettert sind. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eudorus, arme Seele. So schön, der ist voll fett gewesen. Komm ich hier weiter irgendwo? Ja, da komme ich weiter, Moment. Wir gehen mal hier den... Was war denn das für ein krasser Move? Wir gehen mal hier den Sneaky Way hier oben lang. Ist vielleicht besser, als wenn wir da einfach durch die Haustür spazieren, oder? Komme ich hier irgendwo raus? Eventuell. Das wäre echt nice. Nee. Ich gehe mal schön brav hier oben lang. Da ist auch eine Treppe runter. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Ist hier jemand? Hier ist niemand. Oder sind Soldaten? Komm. Ja, ich hab's geschafft. Oha, die Schlange ist Geschichte. Aber wir mussten dafür einen Finger opfern. Montur, wir haben eine neue Montur freigeschaltet. Oh Mann, Alter, war das krass. Das war voll cool gemacht, aber war nicht ohne, von der Schwierigkeit her. Aber was können wir denn demnächst noch hier machen? Okay, mit Aya. Sprich mit Aya, okay. Das ist die Nebenquest. Das soll es aber dann für heute gewesen sein. Wir haben heute mal die Hauptquest fortgeführt und die Schlange beseitigt. In der nächsten Folge werden wir dann nach zu Aya gehen und mit ihr sprechen und eventuell dann weitere Missionen bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!